Hi, Tom Eder hier von Golden Future Blog. Persönliche Effektivität und konservativer Vermögensaufbau für Privatanleger. Heute geht es um das Thema permanente Erreichbarkeit. Im Jahr 2010 führte der BKK-Bundesverband eine Studie unter Berufstätigen durch, mit dem Ergebnis, dass 84% der Befragten außerhalb der regulären Arbeitszeiten für Arbeitgeber oder Kunden erreichbar sind. 51% gaben sogar an, permanent für Arbeitgeber, Kollegen und Kunden erreichbar zu sein. Führungskräfte und Selbstständige sind hierbei stets stärker belastet als Arbeitnehmer ohne Personalverantwortung. In aller Regel sind Führungskräfte auch während der Arbeitszeit einem höheren Stresslevel ausgesetzt und wenn dann auch noch die Erholungsphasen in der Freizeit ständig von beruflichen Telefonaten und dem Lesen von E-Mails unterbrochen werden, dann kommen Körper und Geist bald überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Die Folgen davon sind Stress, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Magenbeschwerden und in ernsteren Fällen auch Tinnitus, Depressionen und Burnout. Eine andere Studie der DAK Gesundheit aus dem Jahr 2013 fand heraus, dass von den 8% am häufigsten außerhalb der Arbeitszeit kontaktierten Personen ein Viertel unter Depressionen leidet. Das Problem hierbei ist häufig nicht, dass sie tatsächlich alle 10 Minuten angerufen werden, sondern die Erwartung, dass es jederzeit passieren könnte. Sicher kennen Sie diesen Unruhezustand, wenn Sie auf einen Anruf oder eine E-Mail warten und ständig in Richtung Ihres Handys schauen. Wenn Sie dieser Zustand bis kurz vorm Zu-Bett-Gehen verfolgt, dann lässt die Schlafstörung nicht lange auf sich warten. Auch im Urlaub haben viele Leute ständig ihr Berufshandy angeschaltet oder sogar ihr Notebook dabei, um nachts noch einige E-Mails zu beantworten. Darauf angesprochen kommen meist Antworten wie: Ich möchte einfach nicht bei meiner Rückkehr von einem Berg von 500 E-Mails erwartet werden. Okay, das klingt zunächst einmal völlig rational. Nur ist es das nicht. Variante 1. Sie kommen gut erholt aus dem Urlaub zurück und sind 3 bis 4 Stunden damit beschäftigt, besagten E-Mail-Berg durchzuarbeiten. Dank dem wohlverdienten Erholungsurlaub können Sie nun wieder mit all Ihrer Produktivität voll durchstarten. Variante 2. Sie kommen fast genauso gestresst aus dem Urlaub zurück, wie Sie es vor ihm waren, und müssen trotzdem einiges aufarbeiten. Die fehlende Erholung macht sich dabei die ganze Zeit über in einem dauerhaften Produktivitätsverlust bemerkbar. Mal ehrlich, warum glauben Sie, dass Sie überhaupt Urlaub bekommen? Und warum sich dieses Konzept so tief in unserer Gesellschaft und in unseren Gesetzen verankert hat? Damit Sie irgendwo hinfahren, ständig auf Ihr Diensthandy schauen und die halbe Nacht irgendwelche E-Mails beantworten? Die erste tarifvertragliche Urlaubsregelung konnte der Zentralverband Deutscher Brauereiarbeiter im Jahr 1903 durchsetzen. Damals 3 Tage bezahlter Erholungsurlaub pro Jahr. Diese Regelung verbreitete sich über die nächsten 60 Jahre in ganz Europa und seit der Einführung des Bundesurlaubsgesetzes betrug dieser gesetzliche Urlaubsanspruch mindestens 24 Tage pro Jahr. Im Wortlaut dieses Gesetzes, § 8 Bundesurlaubsgesetz, ist Folgendes beschrieben: Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit leisten. Der Urlaubszweck ist, wie der Name schon andeutet, die Erholung sowie der Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers. Folglich machen Sie und Ihr Arbeitgeber sich sogar strafbar, wenn Sie während des Urlaubs regelmäßig einer Arbeitstätigkeit wie der Beantwortung von E-Mails nachgehen. Bestraft würde in diesem Fall Ihr Arbeitgeber mit Bußgeldern von bis zu 15.000 Euro. Leider gilt diese Regelung nicht für leitende Angestellte. Aber ich denke, es ist klar ersichtlich, in welche Richtung die Schutzfunktion des Gesetzes gehen soll. Gleiches gilt für die Zeiten nach Arbeitsende und vor Arbeitsbeginn. Durch das Arbeitszeitgesetz sind Sie hier in Deutschland rechtlich geschützt, denn dieses schreibt eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden pro Tag vor. Auf dem Heimweg noch E-Mails zu lesen, ist hier schon sehr grenzwertig. Und sobald Sie zu Hause angekommen sind, gilt definitiv der Schutz des Gesetzes. Mal ehrlich, glauben Sie, Ihr Großvater hätte sich jeden Abend einen Stapel Briefe von der Arbeit mit nach Hause genommen, um sich vor dem Einschlafen auch einmal richtig schön über ein paar davon ärgern zu können?
Immer wenn ich Leute sehe, die zwischen 20 Uhr und 6 Uhr E-Mails schreiben, frage ich mich, warum man seine Gesundheit so vorsätzlich gefährden möchte. Ich meine, wie viele Arbeitgeber sagen Ihnen denn beim Vorstellungsgespräch, dass sie eine permanente Erreichbarkeit von Ihnen erwarten? Keiner? Wie viel bekommen Sie für die Anrufe außerhalb der Arbeitszeit bezahlt? Nichts? Warum würden Sie so etwas dann überhaupt tun? Welcher Anruf oder welche E-Mail um 20 Uhr abends könnte noch so wichtig sein, dass diese unmöglich auf 8 Uhr morgens am nächsten Tag verschoben werden kann? Wie groß sind die Konsequenzen daraus wirklich? Nennen Sie mir bitte 3 E-Mails, die Sie außerhalb der Arbeitszeit geschrieben haben, bei denen das wirklich eine ernsthafte Konsequenz hatte. Wenn Sie einen zeitlich befristeten Vertrag haben und glauben, dass der geringste Fehltritt dazu führen könnte, dass Sie nicht übernommen werden, dann machen Sie sich bewusst, dass Sie es ganz besonders nötig haben, während der Arbeitszeit produktiv zu arbeiten. Lieber sprechen Sie morgen früh gut erholt mit Ihrem Chef, als völlig aufgekratzt nach Feierabend noch irgendwas zu tun und dabei allerlei Leichtsinnsfehler zu riskieren, die Ihnen mehr schaden als Ihnen nutzen. Was ist mit Führungskräften im Urlaub? Klar, hier kann es Themen geben, die nicht 3 Wochen warten können, weil Ihre Vertretung einfach nicht den gleichen Überblick hat wie Sie. Aber auch hier gibt es weit bessere Lösungen, als permanent erreichbar zu sein und auf alles sofort zu reagieren. Ein Ansatz wäre es zum Beispiel, dass Sie feste Sprechzeiten mit Ihren Kollegen oder wichtigen Kunden vereinbaren. Jeden Tag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr morgens sind Sie für wichtige Belange erreichbar und ansonsten ist das Telefon aus. In dieser Zeit können Sie E-Mails lesen und ein paar wichtige Anrufe tätigen und danach das Handy abschalten und sich zurück an den Strand legen. Mein Lieblingsbutton auf dem Handy ist der Flugmodus. Wenn ich Feierabend mache, bleibt das Handy wahlweise im Büro liegen oder ich schalte es in den Flugmodus. Erst wenn ich am nächsten Tag wieder mit der Arbeit beginne, schalte ich den Empfang wieder ein. Für mich ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich diesen Knopf drücke, eine Art innere Anspannung von mir abfällt wie ein Gewicht. Wenn ich nun nach Hause fahre, weiß ich, dass mich niemand anrufen kann und alle nervigen E-Mails bis zum nächsten Morgen warten müssen. Mein ehemaliger Chef nannte diesen Zustand der Nichterreichbarkeit die Insel der Glückseligen. Tun Sie sich im Namen Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit auch diesen Gefallen und lernen Sie, wie Sie nach der Arbeit abschalten können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf YouTube unten rechts auf den roten Abonnieren-Button oder abonnieren Sie den Golden Future Blog auf Facebook. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.